Ja, aber klar, wenn du vorher halt nichts irgendwie Hallo, Homo. Machen kannst, ja. Sehr schön. Revelio. Mal sehen, wohin gelangen wir jetzt? Gelangen hier rein. Wohin schickt es uns? Ich weiß das später gar nicht, wo ich hin soll. Kennt mich doch. Okay, nehmen wir den Frosch. Eieiei. Nein! Genau jetzt! Ah! Okay. Ausrüstung. Handschuhe. Die brauchen wir nicht. Mann! Können wir es nicht mehr machen? Revelio. Ist doch blöd. Egal. Gehen wir jetzt den ganzen Weg zurück. Mit den ganzen Fröschen. Hier haben wir wenigstens schon mal eine weitere Statue, falls wir sie brauchen sollten. Achso, das ist hier drin. Natürlich. Revelio. Sonst haben wir hier nichts. Was haben wir denn hier? Hier sollte ja auch irgendwas sein. Achso, hier ist der Kartenraum gleich. Ich erinnere mich. Der Kartenraum. Gehen wir zur großen Treppe. Keine Ahnung, Trophäenraum oder so. Den Horizont. Natürlich tut's das. Revelio. Was? Ah! Schrollrüstung! Da drin. Hier! Und Schatulle des Feuerkelchs. Aha! Leider können wir nicht beim Trimagischen Turnier teilnehmen. Hallo, Homura. Das wäre doch sehr schön gewesen. Naja. Gut. Okay. 15. Februar 1851. Der Blick in die Kristalle heute Morgen war äußerst entmutigend. Zunächst war ich begeistert, das Zaubereiministerium in meiner Zukunft zu sehen. Das Atrium erschien mir so klar wie der helle Tag. Ich habe immer davon geträumt, dort zu arbeiten. Als sich das Atrium jedoch in ein Meer von Besen auflöste, endlose Reihen von Besen, schlug meine Freunde in Verzweiflung um.
Bin ich für eine Zukunft im Besenregulationskontrollamt bestimmt? Die Langeweile würde mit dem Gesang eines Fupas um meinen Verstand wetteifern. Für den Moment muss ich akzeptieren, dass ich einfach nicht von Natur aus zum Wahrsagen berufen bin, aber vielleicht habe ich ja die Fähigkeit, so etwas zu spüren. Wahrscheinlich schon. Ach, hört doch auf! Revelio. Jedes blöde Mal. Gehen wir einfach mal kurz weiter. Irgendwo wird ja hier schon was sein, ne? Das können wir natürlich noch nicht machen. Alohomora. Das können wir aber machen. Gut. Revelio. Ja, irgendwas ist hier, was wir aber nicht finden. Es scheint so, als würden wir weiter weggehen. Vielleicht oben? Irgendwas oben? Revelio. Ja, hier irgendwo. Ah, klar. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Zum Schulleiter können wir nicht. Schade. Ups. Lumos. Okay, das muss dann irgendwo da drin sein. Dachte ich. Irgendwo an der Decke. War mir sicher. Nee, das ist dann wieder zu weit weg, denke ich. Nee, hier. Ist genau richtig. Okay. Dann kommen wir mit, kleine Motte. Dich müssen wir nämlich wieder abgeben. Und renn mir ja nicht weg. Oder flieg mir nicht weg. Sehr schön. Vier noch. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. Werde ich sowieso nicht verstehen. Ach komm. Ist doch blöd. Dann gehen wir zur großen Treppe. Trophäenraum waren wir ja. Ravenclaw-Turm. Komm. So, nach einer kleinen Unterbrechung haben wir dann doch nochmal ein bisschen gesucht. Und dahin wollte ich nicht. Wo wollte ich hin? Hier? Ja, hier wollte ich hin. Alohomora.
Denn hier sollte auch noch eins sein. Mal sehen. Ob dies auch stimmt? Das Revelio. Okay. Das stimmte, aber wir haben natürlich jetzt schon tags. Du gehörst mir, Demigais. Sehr schön. Ja, wie viele Demigais? 5 noch. Schwierig. Fünf Demigas-Statuen noch. Da draußen wird was sein. Ja, lad mal wieder. Akio. Revelio. Legende Wasserspeier. Ja, ich weiß, kann ich rein theoretisch nicht öffnen. Wir müssen echt irgendwann mal die Sachen verkaufen. Revelio. Das ist schlimm, wie viel wir an sich schon haben. Aber dann noch irgendwie nicht. Ja, mitnehmen können. Also wie viel geschwunden haben wir aber nicht mitnehmen können. Ja, hier schon wieder. Wir gehen jetzt kurz nach Hogsmeade. Das ist mir zu blöd. Könnten dann auch schon die Nebenquests alle annehmen, aber ja. Gehen wir einfach kurz nach Hogsmeade. Verkaufen unsere Sachen. Auf geht's nach Hogsmeade. Dann können wir immer noch gucken. Hallöchen. Oh, wie schön, Sie wiederzusehen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, komm, verkaufen. Bringt 200 ein. Natürlich will ich die unidentifizierten Sachen noch nicht verkaufen, weil könnte ja noch gut sein. Die will ich auch nicht verkaufen, weil die wollte ich eigentlich aufziehen. Aber egal. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Hoffentlich bis bald. Ziehen wir denn jetzt nochmal die Brille auf. Das ist super. So. Na, wonach suchen Sie heute? Nach jemandem, der mir die Brille abkauft. Vielen Dank. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Jo. Man sieht sich, mein Lieber, man sieht sich. Bestimmt. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ist wahrscheinlich ein Dreierschloss, ja. Ach, komm. Und willst du hier schon extra hin, um diese blöden Schlösser da aufzumachen? Dann wird dir gesagt, nö, kannst du nicht. Das ist ein Level 3 Schloss, hier auch schon wieder. Ja. Ist auch schon so klar, ey. Wappenmantel.
Schon war ja gerade da im Eck. Ja. Genau, schieß den Schal an. Schieß. Das war ich schon. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Okay. Es ist nervt wirklich. Können wir hier wenigstens Sachen ausschließen? Alohomora. Ja. Hoffentlich haben wir hier ein bisschen mehr Erfolg. Wenn es um die Demigais-Statuen geht. Rebellion. Ah. Interessant. Das ist Stufe 2 Schloss. Wir wollen nur die Demigeist-Statuen für Alohomora Stufe 3. Das war ganz wichtig. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Also, weiter kommen wir bestimmt, aber... nicht so, wie wir es gerne hätten. Ah, das wieder. Hab ich doch nicht gesehen. War doch schon weit genug? Ich weiß ja nicht. Aber egal. So, wie viele Demigas-Statuen haben wir denn? 5 auch hier. Wo könnten die denn sein? Grab des Dorfbewohners? Naja, klar, da waren wir ja. Da waren wir ja. Dann, hab ich gesagt, gehen wir mal kurz in jeden Laden und gucken mal rein. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. So. Revelio. Ich sehe doch schon den Demigais. So, verzauberte Treppe. Du gehörst mir, Demigais. Du gehörst mir, Demigais. Gut. Rustikale Schracht. Rebellion. Gut, den haben wir. Können wir ja mal gucken, was da oben ist in der Treppe. Ich glaube, da waren wir schon oben. Bin mir eigentlich fast sicher. Ja, hier oben waren wir schon. Gut. Ja, nee.
finde ich den Laden nicht. Eberkopf? Nee. Platz von Hogsmeade. Cyprian Söhne, Honigtopf. Den Laden nicht. Ha! Da wollten wir eigentlich hier bestimmte Läden ausrauben. Dann können wir es nicht. Was ist denn hier los? Gehen wir mal zum Ollivanders einfach. Machen wir es so. Alohomora. Alohomora. Also wir brauchen hier noch 4 Demigeist-Statuen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. So. Ah. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo? Wo haben wir einen Demigeist? Hier? Ich weiß nicht, wo der Demigeist sein soll. Revelio. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ich denke mir so, ey. Seh nichts. Wo hat er den Demigeist gesehen? Ich will ihn auch sehen können. Vielleicht hier? Nee, auch nicht. Hat dann hier gesagt, oh, was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio. Ich. Ja? Ist verschlossen. Hallöchen. Bitte ignorieren Sie mich, ich suche nur einen Demigeist, den ich die ganze Zeit auch höre. Der mich verrückt macht. Kann ja nicht wahr sein. Gib mir die neuen Handschuhe. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Warum sieht er die tollen Dinge und ich nicht? Revelio. Hier brauchen wir ja ganz gar nicht gucken. Wir wissen, dass Ollivander das gefühlt nichts hat. Ja komm, weißt du was, dann gehen wir hier rein. Schön, dass Sie hier sind. Und entfernen einfach mal den Waypoint. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lord Gok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe mit ihr über ihre Freundin Claire Bowman gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters.
Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Brottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Okay. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Ja, das wissen wir, aber ist nicht das Einzige, was wir gerne wissen Sie dort von würden. Mir? Oben. Hier oben sollten wir noch jemanden finden. Ist hier oben? Doch, ja, hier oben. Hinter dem drei Besen. Dem alten Sprücheklopfer werde ich's zeigen. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Klar. Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Sehr schön. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Ja, das ist kein Problem. Das muss es sein. Gehen wir in seinen Keller. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden.
Und entdeckt werden dürfen wir auch nicht. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Oh Gott. Können wir ihn ausschalten? Was geht da? Halt! Pflanzendieb! Hätte ja sein können. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Revelio. Gut. Revelio. Entdecken wird er uns so schnell nicht. Wenn wir ihn weiter im Auge behalten. Wenn der mal an seinem Punkt bleiben würde. Du bist doch geisteskrank. Wo ist die Venemosa Tentacula? Bitte sag mir, die Zeit hält an. Nicht, dass er auf einmal hinter uns steht. Revelio. Jetzt ist er natürlich da. Wir sollten ihn natürlich nicht aus den Augen lassen. Ach Gott. Bestimmt fällt das nicht auf, wenn ein Schüler hier... Protege. Contrigo. Das fällt bestimmt nicht auf. Uiuiui, das war knapp. Ja, auch wieder gutes Timing. So. Und sehr schön. Bingo. Ach, sehr schön. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Revelio. Ist auch nicht ihre Schuld. Bin ich mir sicher. Finde ich irgendeine wie eine Leiter oder so. So kommt man da nicht hin. Da hinten.